Willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir sind hier gerade am Rangierbahnhof, an einem Rangierbahnhof. L.A. ist ja eine riesige Stadt. Armies can't fight without food. Spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Ja. Watch your mouth. You know what you're saying? Ich dachte, die werden fertig. The people of this country overthrew a king. Oh. Think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Warte mal. Ja, also, wir sind hier gerade in einem Fall von, stellt euch vor, einem erneuten Mord an, stellt euch vor, an einer Frau, die, stellt euch vor, mal wieder stranguliert wurde, ne, die haben wir in der letzten Folge gesehen. Und jetzt fahren wir wohin, wo wir unsere ersten Hinweise, erhoffen, ne, und zwar in einem Schnapsladen. Weil unser liebes Opfer, das hatte scheinbar eine kleine Alkoholabhängigkeit. Und es könnte ja sein, dass die Dame dort bekannt ist, nicht wahr? So, wieso haben wir eigentlich keine Sirene an? Ach übrigens, wenn ich, ich habe eben kurz mal angehalten, als dieser komische Lastwagen da angefahren kam. Wenn ich ihn nochmal sehe, ne, dann schnapp ich mir den. Den will ich jetzt unbedingt mal fahren. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Gut, hier links. We're taking the next left. Jawohl. Okay. So, Vorsicht. Hier fahren aber auch teilweise nette Karren rum. Die habe ich auch manchmal. Moment. Ne, die habe ich schon gesehen. Aber eben. Also manchmal kommen hier so Autos, ne, die habe ich noch nie gesehen. Die habe ich noch nie. Bin ich noch nie gefahren. Die muss ich alle nochmal konfiszieren. Dringend. Oder hey, die Straßenbahn. Die Straßenbahn konfiszieren. Damit dann ein bisschen durch die Gegend fahren. Das wäre auch was, ja. So, und nu? Okay, at the next corner, go right. Also jetzt hier, ja? Okay. Vorsicht! Fahr doch nicht einfach rechts, du Taxi, du. Okay, und nu? Straight on. Straight on, alles klar. Der Rusty, der Gute. Zeig mal gerade, kann ich die nicht? Achso, da sind wir ja schon. Okay. Ich wollte gerade die Karte ein bisschen rauszoomen, aber da sind wir ja schon da. So, Vorsicht. Boah. Und die Lenkung. So, da sind wir. Levine's Liquor Store. Um 12.57 Uhr mittags. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Okay, der scheint ja brav zu sein. Nicht so wie die anderen, die immer direkt weglaufen, wenn sie nur LAPD hören. Aber das würde zumindest mal die Liste. Ach, der interessiert sich wieder nur für den Alkohol. Das würde die Liste erklären, warum die persönlichen Gegenstände aufgeschrieben waren von ihm. So. Okay. Alcoholic in a liquor store. That was never gonna work out, was it? Ja, nicht unbedingt, ne? We'll take a look around. Ja. Am besten. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich gerade den Witz von dem Rusty nicht gehört habe oder nicht gelesen habe. She wasn't always such a loner. Sieht danach aus. Wer waren denn die Leute? Aristoteles. Metaphysik. Evelyn wasn't stupid. Hör mal auf das Ding. Ich will auch lesen. Hallo. Dankeschön. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Grosvenor. Aha. So. Okay. Kapitel 1. Lesen bildet. Phelps. Okay, was haben wir hier?
Ein Bowlingpin und eine Trophäe. Und... Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Wo kommt das Logo her? Sollen wir da mal fragen vielleicht? Nein? Gut. Bowlingpin. Aha. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Graham. Du kennst jede Ecke in der Stadt. Jede Ecke. Nicht das. Das da oben. Genau. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Ja. Tada! So, dann hat er eine Kochmütze auf, oder was? Ist ja sehr interessant. Schöne Statue, auf jeden Fall. Und auch so blank geputzt, ne? Okay, das war hier alles. Fast alles, hallo? Wer von den beiden ist jetzt wer? Naja, okay. Gut, dann sollen wir mal mit dem Typen hier reden, ja? Können wir das überhaupt? Warte, wo ist er? Hallo, Mr., wie heißt er, Robbins? Ist er vielleicht wieder drin? So, Rusty, meinst du, wir können hier durchgehen, ohne dass du an dem Schnaps naschst, hä? So, da steht er. Dürfen wir mit dir reden? Jawohl. Kontakt mit Opfer, bitte. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Schwierig. Steckt da mehr dahinter oder nicht? Ach komm. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Hey, das war sogar richtig. Wahnsinn. Okay, Beziehung zum Opfer. Are you and Evelyn close, Mr. Robbins? How many people will be sad she's gone? I'll be one of the few. Warum? When Evelyn bought the booze, did she say who she was meeting or where she was going? A young drinking friend of hers, I think. Don't recall his name. Wieso war das falsch? Oh no. Mann. Na dann. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Aber we're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down and outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. Okay. No problem. Hey. I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Oh, der scheint ja richtig... Get the guy, huh? Der scheint ja richtig betroffen zu sein, ja. Süß. Das ist wirklich süß. Das freut mich jetzt für die Evelyn. Okay, gut. Lass ja die Flaschen stehen, Rusty. Lass ja die Flaschen stehen. Gut, braver Junge. So, eingestiegen. Und auf zur Bar. Ne? Mensch-Spa, genau. So. Auf geht's. Lalülala. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Ja. Mal sehen, was für Einrichtungen wir noch so alles besuchen dürfen. Weil sie ja eine Alkoholikerin war, ne? Also wir waren jetzt in der Bar. Waren in einem Schnapsladen. Kann jetzt nicht. Bin schon an meinem Ziel. Verzeihung. Vorsicht. Dankeschön. Ja. Wenn ich jetzt nicht schon da wäre, dann würde ich es vielleicht sogar machen. Aber, ne? Mensch Spa. 1.12 Uhr nachmittags. Drink, fellas. Phelps Galloway, homicide.
We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who stunk? Ah, a bunch of these guys. Ask around. Stunk. Geil. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Ach ja. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Okay, mit dem werden wir sehr viel Spaß haben. Der redet ein bisschen geschwollen, ein bisschen um den heißen Brei. Also, oh, ne? Kriminelle Vergangenheit. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Aha, das heißt? Do you want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Beziehungsweise, oh, you say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Weiter, komm. I don't like you, McCaffrey. You look like someone who's trying too hard, like your whole life is some kind of performance. I think you need to give us something to get us out of your life. I don't like you either, you pompous, stiff-necked patrician. Okay. You think I don't see through you and all the other minions of the ruling class? Aha, das war also falsch. Verstehe. Did you see Evelyn last night? No, I was at home, writing. Das glaube ich dir nicht. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Ah ja, die kennen wir doch. Thank you for the information, Mr. Der McCaffrey, ne, der hat sehr verschmitzt gelächelt im in meinem Notizbuch. Warte, vielleicht, Moment. Personen. Da. Da seht ihr? Da. Da unten links, da. Da ist er. Der lächelt ziemlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, so verschmitzt so. Ja. Genau. Gut. Dann kann ich mit dir noch reden. You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Mein Gott, ey, chillt mal. Ich will nicht das Auto. Wo ist mein anderes Auto? Hey, ein Taxi. Taxi. Hey. Huhu. Hallo. Hallo? Oh, wieso haben die eigentlich immer grün? Hallo? Was? Ich will ein Taxi fahren. Hallo? Manno. Da kommt noch ein Taxi. Da ganz hinten, aber das biegt ab. Ja, ja, ja. Komm, da hole ich mir eben jetzt hier die Kiste. Sieht ein bisschen aus wie ein Roadster, so ein bisschen. So ein Hot Rod, wenn man den ein bisschen modifiziert. Ja, total cool. So. Wo ist er? Der. Oh, der hat aufgegeben, hä? Der liebe Rusty. Der mochte nicht mehr laufen. Aber das ist cool hier, die Kiste. Da bin ich gar nicht traurig, dass ich jetzt das Taxi nicht gekriegt habe. Oh, nette Türen, muss ich sagen. Okay. Da ist noch so eine Kiste, habe ich eben gar nicht gesehen. Das Taxi, das war einfach gerade einen Moment wichtiger. Das ist geil. Dieses Auto mit den Türen da, das gefällt mir. So, einmal telefonieren, bitte. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? Any messages? A message from Captain Donnelly
you return to Central, go to. Oh. Thanks for your help. Okay. Weil? Was gibt's da? Rusty, du sitzt bequem, ja? Ich störe dich gar nicht daran, dass ich hier die ganze Arbeit mache und... Nee. Alles gut. So. Okay. Ja. Was sollen wir denn beim Revier? Also, der eine Typ da, ne? Der vom, Schnapsladen. Der hat ja gesagt, dass der irgendwie mal bei dem Revier da anrufen wird, aber... ne? Hatte da jetzt irgendwas... denen erzählt, was er uns nicht erzählt hat oder so. Ich bin sehr gespannt, ja. Uiuiui. Da hätte ich sogar durchgepasst, aber ich dachte... Ja. Aber ich dachte, der fährt weiter. Verzeihung. Ja. Ich habe einfach keine Sirene, ne? Das ist das wahrscheinlich, ja. Aber das Auto hier, das hat es mir einfach angetan in dem Moment, ja. Eigentlich ja eher eine Taxe, aber das hier ist eine Art Notfalllösung. So. Und funktioniert dafür auch ganz gut. So, hier nach links nehme ich an. Ja. Sorry, my partner isn't the greatest driver in the world. Ja, bin ich tatsächlich nicht. Vor allem nicht mit den alten Autos, die hier zur Verfügung stehen. Zentralrevier 1:48 Uhr nachmittags. Hm. Naja. So, und hereinspaziert. Hallöchen, wo soll man hin? Captain is downstairs with Ray Pinker. Aha. Okay. Unten ist. Ich folge dem jetzt einfach mal hier. Ah, da geht's nach unten. So, hallo. Ah, da, ja. Mhm. Erster. Ach, der Rusty. Du wirst langsam rostig, hä? Was ist das about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know, Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgage. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case. But it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. Okay. Also das hatte ich ja schon so im Verdacht, ne? Dass da, dafür sind die ganzen Mordfälle. Jawohl. Get an address from McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Alles klar. Dafür sind die Fälle einfach zu ähnlich, ne? Ich denke mir einfach mal, dass das einfach mal der ein und derselbe Typ war. Oh, Susie, you are so bad. Ich würde mal gern telefonieren, Liebchen. Everybody in this Wer ist Susie? Kann ich hier irgendwo rein? Hallo? Hier vielleicht? Hey, hör mal, Mädchen, ich würde gerne einmal... Ja, aber ich kann... Weißt du, er ist ein Telefonzeichen. Dann will ich auch verdammt nochmal telefonieren. Hallo. Ich gehe da einfach mal rein. Tja, dann eben nicht. Dann muss ich mir eben eine andere Kiste suchen. Genau, die stehen ja hier an jeder Straßenecke. Oh Mann, ey. Da ist ein Taxi. Nein, ist kein Taxi. Okay, dann eben nicht. So, eingestiegen... Yeah, was? Let me pose a question. Depends. What you got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slam ever found out. You know how dangerous Good. That is? So, und einmal telefonieren. Wenn ich eben nicht durfte, dann eben jetzt. Mein Gott. Cole Phelps, badge 1247.
I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks. Okay. Statten wir dem mal einen Besuch ab, ne? Der war mir eh nicht so ganz geheuer. Schon wieder da gelächelt hat, ne? In dem Notizbuch. Nein. Orte. So. Wohin fahren wir zuerst? Vielleicht erstmal, also hier so in der Zentralrevier? Warum das denn? Ja, und was sollen wir da? Nee. Also, wir fahren erstmal zur Bowlingbahn, ja. Da wissen wir vielleicht, da hören wir vielleicht ein bisschen mehr über die Evelyn, gell? Was wir dann den McCaffrey nochmal fragen können, wenn wir bei dem daheim sind, ne? Genau, das ist der Plan. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht ganz so weit weg, das Ding, ne? Damit wir nicht ganz so viel Zeit verschwenden. Weil, wenn meine Theorie richtig ist und das ist wirklich ein Serienmörder, dann ist der die ganze Zeit auf freiem Fuß, ja? Während wir uns mit irgendwem anderen beschäftigen, ne? Aber, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Serienmörder ist. Aber es kann gut sein, ne? Dieser Dahlia Black Gedöns Blabla, ne? Dahlia Killer oder wie der heißt. Ja, ja, hör auf, dich aufzuregen. Das ist nicht gut für dein Herz. So, geradeaus. Jawohl. Ah, da ist es ja schon. Die Bowlingbahn. Hä? Rusty, Lust auf ein bisschen Bowling. Bleiben Sie bitte stehen, wenn ich angedüst komme. Rawlings Bowlingbahn. 4.50 Uhr nachmittags. Ach doch schon, ja. Okay. Ich find's cool, wenn es hier so eine Art Minispiel gäbe, ne? Dass man hier jetzt Bowling spielen könnte. Das wäre. Das finde ich ganz nett. Hello, Rusty. Ah, die kennen sich also, ja? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? Ach Gott, ist sie süß. You got a guy who works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Gott, ist die süß. Let's go get him. Die würde ich mir am liebsten mit heimholen. Oh, nee, ist das niedlich. So, okay. Einfach irgendwo, gut. Wir dürfen irgendwo reingehen, ich weiß nicht ganz genau wo. Ja, da bestimmt nicht. Ja. Da macht die nochmal auf, genau. Links neben dem Bahn lang. Also ich suche erst einfach nach irgendwelchen goldenen Knöpfen, gell? Das hier sind wahrscheinlich die Toiletten. Okay, die verschlossen sind. Das ist aber ein bisschen doof, ne, wenn die Toiletten zu sind. Oder muss man sich immer bei der netten Dame hier einen Schlüssel holen, ja? Kann ich hier eigentlich... Aha, tatsächlich. Aber nur bei unbenutzten Bahnen, ja? Wie es aussieht, oder? Hallo. Ja. Obwohl, ich kann mich ja mal hier hinstellen. Und denen den Spaß ein bisschen verderben. So. Dann werf mal. Versuch's mal. Ich bleib hier stehen. Okay, es geht los. Ich krieg einen Ball in die Klöten. Pass auf. Nein? Oh, er wartet auf mich. Okay, ich gehe schon weg. Jetzt kannst du. Nur mal so für zwischendurch. Kannst du da drüber hüpfen? Nee. Okay. So. Hier kann ich rein, ja? Genau. Tiernan! LAPD! Oh, da läuft er wieder. Okay. Hinterher! Immer dasselbe. Schmeiß doch einen Pin nach dem oder so. Weißt du, eine dicke Kopfschmeiße. Mhm. Da guckst du blöd, hä? Oh, was haben wir denn da für eine Kiste? Die sieht aber gut aus. So, ist einfach mal konfisziert. Ja.
Wirklich, Rusty. Huch. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Komm, schieß mal. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Ah, Hilfe. Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've ja, das frage ich mich auch, ehrlich. One of these homicides, but they always seem to lamb it. You know, your theories are not airtight by any means. Aber ich finde die Kiste hier cool. Kann ich die behalten vielleicht, ja? Hit him, Cole. Ah, Gott. Ich habe ihn doch gerade gehittet. Hat nichts gebracht. So, Hammern. Ich denke schon. Hallo. What next? Oh, du hast deinen Hut verloren, Rusty. Oh Mann. Aber das würde ich auch gern wissen. Warum wir abhauen? Ja? Wir wollen doch nur ein bisschen mit denen reden und sie vielleicht für immer wegsperren, aber sonst. Mein Gott. Empfindlich. Hier mit der Kiste würde ich auch mal gern fahren. Wo kriegt man die denn her, bitte? Naja, früher oder später kriege ich die bestimmt mal in meine Finger. So. Jetzt steige ich hier nochmal ein in die geile Kiste. Die gehört jetzt mir. So, und mir ganz alleine. Nicht dir, Rusty, sondern mir. So, wohin fahren wir denn jetzt? Orte. Zu McCarthy's Apartment am besten, ne? Genau. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.